Jetzt sehen wir hier von der Einsatzzentrale in Hirschwang ein paar Rauchschwaden und natürlich immer die Hubschrauber, die das Wasser dort ablassen. Das sieht jetzt für den Laien von unten aus, als würde da nur eine kleine Wolke im Berg hängen. Wie kann das das größte Feuer aller Zeiten sein? Naja, wir wissen nicht, wie das Feuer entstanden ist. Die Entstehungsursache ist eigentlich noch unbekannt. Es ist ja so, dass es hier sicherlich sich um einen Südhang handelt auf der einen Seite und natürlich extrem trocken ist. Wir haben sehr wenig Niederschläge gehabt in den letzten Wochen. Die Trockenheit dazu und wie der Waldbrand entstanden ist, entzieht sich eigentlich unserer Kenntnis. Was sind denn die größten Schwierigkeiten bei den Löscharbeiten für die Feuerwehr? Unsere größten Schwierigkeiten haben wir hier natürlich mit diesem Steilgelände. Es ist ein unwegsames Gelände. Wir können Bodenmannschaften fast nicht einsetzen, waren dann nur eingeschränkt rechts und links an den Flanken, um hier die Brandausbreitung zu verhindern. Jetzt habe ich gehört, dass das Feuer gerade hier beim Gestein auch ein Problem darstellt. Es kann zu Steinschlag führen. Wie funktioniert das? Es ist richtig. Wir haben sicherlich große Probleme mit dem Steinschlag oder mit herunterfallenden Baumstämmen, welche unsere Einsatzkräfte sehr gefährden. Also hier ist größte Vorsicht geboten. Wir sind hier mit der Unterstützung der Bergrettung gesichert, aber trotzdem all unsere Feuerwehrkräfte sind hier in großer Gefahr und das ist ein großes Risiko. Und wir passen sicherlich enorm auf die Eigensicherung unserer Kräfte hier. Sie haben jetzt schon die Bergrettung erwähnt, das Innenministerium ist beteiligt, das Bundesheer. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit? Die Zusammenarbeit unserer Einsatzorganisationen ist bestens. Es gibt immer wieder regelmäßige Übungen mit allen Einsatzorganisationen, Bundesheer, Bergrettung. Es funktioniert hier die Zusammenarbeit, vor allem mit der Polizei bestens. Das sind unsere Partner im Bereich der Waldbrandbekämpfung. Also immer wieder Übungen und das macht sich jetzt hier bezahlt, diese gute Zusammenarbeit. Jetzt noch einmal, um auf das Feuer zurückzukommen. Man hat in der Nacht Fotos gesehen, da sieht man das Feuer. Unter Tag sieht man, wie gesagt, nur den Rauch. Was für eine Art von Feuer ist das denn überhaupt? Das sind größtenteils Bodenfeuer, also die sind im Unterholz drinnen. Und es kann passieren, wenn Sie dann eine kleine Brandstelle sehen, kann es sein, dass sie nach 50, 20 Meter wieder hervorkommt. Also das ist, wie ich anfangs erwähnt habe, das tiefe Unterholz. Und es kommt hier wirklich zu einem reinen Bodenfeuer, vereinzelt auch zu einem Wipfelbrand, aber das ist eher hier seltener, also es ist eher ein Bodenfeuer, weil es sich hier langsam ausbreitet aufgrund des Windes. Das heißt, das ist auch der Grund, warum das nicht so extrem aussieht, wie zum Beispiel die Bilder, die wir aus dem Sommer aus Griechenland oder anderen Mittelmeerländern kennen, weil da haben ja ganze Landstriche gebrannt. Es ist richtig, also es ist ja so, dass es hier sich um ein recht klassisches Bodenfeuer handelt, was sehr, sehr schwer zu bekämpfen ist. Das bedeutet für uns, wo wir hin können, mit Bodenbearbeitungswerkzeuge den Boden aufgraben, ablöschen, zum nächsten Brandherd gehen und so weiterarbeiten. Es ist eine sehr mühselige und vor allem kräfteraubende Arbeit für unsere Einsatzkräfte. Jetzt haben wir schon gehört, ganz großes Problem ist der Wind. Aktuell ist der, glaube ich, noch nicht so stark, obwohl er in den letzten 2 Stunden schon ein bisschen zugelegt hat. Die große Furcht ist, dass der Föhn einsetzt. Dann hat man nämlich Angst, dass das Feuer unter Umständen auf die Racks übergreifen könnte. Da ist doch ein Fluss dazwischen, da ist eine Straße dazwischen. Wie kann denn das funktionieren? Das kann leider Gottes passieren. Aufgrund des starken Windes kann es zu einem Funkenflug kommen. Also hier kommen Funken, die fliegen oft 200, 300 Meter weit. Und wir haben jetzt dort in diesem Bereich im Höllental zwischen Schneeberg und Rax eine sogenannte Schneise errichtet, eine Schneise mit Wasserwerfern, welche auf Knopfdruck installiert sind und das Wasser hier in die Höhe bringen. Und also wir können eine Wasserfront machen von rund 60 Meter Höhe und 250 Meter Länge. Und eine zweite Linie 200 Meter oberhalb mit dem gleichen System. Sollte es zu einem Flunkenflug von Schneeberg Richtung Rax kommen, können wir das mit dem aufhalten. Ich stelle mir das recht schwierig vor, festzustellen, ob es auf der Rax brennt, wenn das mit so einem kleinen Glutlast losgeht. Denn wie ich gehört habe, sind das Rindenstücke von den Bäumen, die von der Luft vertragen werden. Also das kann man ja gar nicht entdecken, wenn es da mal ganz klein losgeht, oder? Das sieht man schon. Wir haben auf der Rax Positionen, wo Kameraden dort stehen und den Berg beobachten, und sollte es hier wirklich zu einem Funkenflug kommen, wird sofort darauf reagiert. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Wetterlage noch bis in den nächsten Monat hinein hält, bevor der Regen kommt. Gehen Sie davon aus, dass man vorher schon das Feuer löschen kann? Ich gehe davon aus, dass wir das Feuer nicht löschen können, wenn nicht vorher der Wetterumschwung kommt und Regen. Also Sie hoffen auf den Regen im November dann? So ist es. Wir hoffen auf den Regen, dass Sie hier wirklich sagen können, dass es brandaus ist.